Liebe Schwestern und Brüder, wir mögen überrascht sein von der Schärfe der Reaktion Jesu. Sie ist angesichts der Situation, wenn wir das nämlich am Anfang hören, dass die Pharisäer sich bei Jesus aufhalten. Es gibt also eine große Nähe, man muss das immer wieder betonen, zwischen den Pharisäern und Jesus. Sie stehen sich eigentlich mit ihrem Anliegen nahe. Das sind nicht direkt irgendwie zwei Gruppen und Parteien, die gegeneinander arbeiten. Nein, man sieht eine große Gemeinsamkeit im Anliegen. Und man muss auch immer wieder betonen, dass es in einer Situation die Pharisäer sind, die Jesus vor Herodes warnen. Und Jesus sich dann zurückzieht, damit ihn nicht direkt das gleiche Schicksal ereilt wie Johannes den Täufer, von dem wir letzte Tage hörten. Aber gerade angesichts dessen, angesichts eines freundschaftlichen Umgangs miteinander, überrascht die Schärfe der Reaktion doch sehr. Der Prophet Jesaja hatte recht mit dem, was er über euch Heuchler sagte. Das ist, wenn es um eine Streitfrage geht, also um die, wir haben ja anständig gefragt, warum waschen sich deine Jünger die Hände nicht vor dem Essen? Das übergeht die Überlieferung der Alten. Dann kommt es gleich schnüppeldick. Warum? Wenn man das Zentrum aus dem Auge verliert, wenn alles andere drumherum wichtiger ist als das Zentrum, nämlich das Zentrum, das von Gott kommt. Jesus sagt es. Es gilt nicht die Überlieferung von Menschen, sondern das Gebot Gottes. Das müssten wir uns heute eigentlich auf die Stirn schreiben. Es gilt nicht das, was selber angenehm ist und was man vielleicht meint, was gut wäre, sondern es gilt und bleibt das Gebot Gottes. Das Zentrum. Und so ist es auch, wenn wir das Weihegebet des Salomo anschauen, das leider ein bisschen gekürzt ist, das ist in Wirklichkeit viel länger gewesen. Und so steht es auch in der Bibel, in der Vollfassung. Heute hören wir es ein bisschen zusammengedrückt. Aber Salomo in seiner Weisheit bringt am Ende ein wunderbares Wort. Und das heute an diesem Tag, am 11. Februar, noch einmal eine besondere Qualität hat. Höre und verzeih. Das sind die großen Bitten an Gott. Aus dem ersten Tempel, der gebaut ist, steigt diese Bitte auf und sie ist seither aus den Kirchen bis heute nicht wegzudenken, wenn es denn wahr ist. Höre und verzeih. Dieses Wort spricht besonders zu uns am Tag, da wir der Erscheinung der Immaculata in Lourdes gedenken. Es ist das, was dort auf einer Müllhalde, wo man die Schweine zum Tränken führt an dem Fluss, dieser war ein ganz verkommener Ort, das alles dran vorbeigegangen, industrielle Entwicklung, alles. Was ein armes Mädchen erfährt, indem es eine Dame sieht, die etwas mit ihm tut. Zwei Dinge. Es beten lehrt und es auffordert, Buße zu tun. Höre und verzeih. Als hätte Maria sozusagen dieses Tempelweihgebet nicht nur im Ohr, sondern ihre ganze Existenz ist so. Es ist der Ruf an uns, auch unserer lieben Frau, das zu tun und darin nicht nachzulassen. Uns nicht um alles und jedes und dies noch und jenes noch zu kümmern, sondern um das Wichtige zu tun, damit uns nicht jene harsche Schelte Jesu trifft. Ihr kümmert euch um die Überlieferung von Menschen. Ihr kümmert euch um eine gute Presse. Ihr wollt gute Schlagzeilen haben. Und natürlich, dass man gut über euch spricht. Kann man alles vergessen. Ist vielleicht schön, kann man aber vergessen. Ist unwichtig. Um was es geht, ist, was diese Dame, die Immaculata, dieses Mädchen Bernadette lehrt. Zu beten. Sie lehrt es beten mit dem Rosenkranz in der Hand. Betet und tut Buße. Höre und verzeih. Das ist das Wichtigste unseres Daseins. Und wir sollten es nie aus den Augen, aus dem Sinn und dem Herzen verlieren.